900! Simon! Es sind 900! Ja. Du hast ja Kontakt mit Lucy Cat, oder? Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen. Ach, mein Gott. Ich hasse meine Begrüßung mittlerweile. Leute, wir spielen gemeinsam mit WifiD eine Runde Fortnite und spielen währenddessen, wenn ich du wäre, Lukas. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich für jedes Mal, wo du jetzt diese Runde, also diese komplette Aufnahme lang lachen musst, ja, und ich werde dich zum Lachen bringen, musst du dir richtig selber eine in die Fresse hauen. Alles in Ordnung. Perfekt. Lukas? Erstmal an der Stelle. Lukas? Was haltet ihr von meinen Haaren? Schreibt es mal in die Kommentare auf. Trybacks angenäht, was? Lukas? Ja. Halt deine Fresse. Gut, fangen wir doch direkt mal an. Revi, wenn ich du wäre, steck doch einfach mal deinen Kopf in eine Mülltonne. Bro, ich habe wirklich gar keinen Bock, tatsächlich bei deiner Familie vorbeizuschauen. Aber natürlich mache ich das gerne. Hier ist der Videoclip. Es ist 2 Uhr nachts und ich stecke meinen Kopf in deine Mülltonne. Arschgeile Aufgabe, Lukas. Ich. Perfekt, Lukas, danke für nichts. Lukas, ja. Wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz, ich meine, du bist ja so jemand, der, du hast ja schon mehrfach erwähnt, dass du einen Fußfetisch hast, richtig? Oder? Ich hab keinen Fuß, du hast nur einen Zeh, Digga. Du hast zusammengewachsenen Zeh. Nee, war schon richtig, ich hab einen Zahn. Lukas, du hast gelacht, schlag dir ins Gesicht. Es war kein Lachen! Schlag dir ins Gesicht, ich mach das, oh geil. Lukas, du hast ja einen Fußfetisch, richtig? Nee. Pass auf, ich möchte, Lukas, dass du jetzt tatsächlich aus einem Schuh von deiner Freundin was trinkst. So aus so einem Stiletto oder sowas, weißt du? Digga, Rivi. Was denn? Nee, wegen Lukas, Corona, wenn ich du wäre, kannst du aus dem Schuh deiner Freundin was trinken. Ja. Schweiß. Gib dann jetzt einen Clip ein, ja passt. So, Nummer 1, Leute. Und, wie war? Nix, ich bin dran. Okay, arschgeil. Besser als meinen Kopf in eine Mülltonne zu stecken, aber gut. Weiß ich nicht, Alter, das kommt wirklich immer drauf an. Wenn es eine Papiermülltonne war, wie bei mir, ist es vollkommen okay. Okay, pass auf, warte. Ey, wie? Nein, ich bin Tüte, was? Restmüll, Digga. Na, hast du nicht gesagt, du hast gesagt Mülltonne. Ey, das stimmt, ich kann, das ist kein 31er, okay. Ist einfach nur ein intelligenter Move. Ist alles gut, wir haben das nächste und zwar rufst du jetzt gleich eine prominente Person deiner Wahl an, rufst sie an und sagst, yo, was geht? So richtig freundlich und sagst, ey, pass auf. Ich bin gerade in einer Fernsehshow, in einem Quiz, stellst ihm irgendeine Frage, mir ganz egal welche. Und wenn er die dann antwortet, sagst du, boah, ey, vielen, vielen Dank. Und dann sagst du, ja, ich bin doch nicht in einer Fernsehshow oder irgendwie sowas. Dann mir fällt du, da auch schon ich bin direkt die richtige Person ein. Einzige, wo er ist, wenn ich du wäre. Wen rufst du an? Hallo? Was geht? Simon, pass auf, ich hab ne... Simon? Hörst du mich? Ja. Ich bin gerade in der Fernsehshow. Ich sitze gerade bei Kai Pflaume und hier ist eine Frage, die ich von dir beantwortet bekommen muss, okay? Das ist eine Aufzeichnung, pass auf. Ich bin gerade aufgestanden. Okay. Simon, ist egal. Es geht darum, hier wird gerade, und deshalb rufe ich dich an, geschätzt, wie groß ist Madeira? Ja, 1000 in Hamburg. Nein, Bro, ich brauche eine Kilometerzahl. Ich brauche Quadratkilometer. Boah, Quadratkilometer bin ich ganz schlecht. Bro, bitte, lass mich jetzt nicht hängen, bitte. 700? 900! Simon! Es sind 900! Als ob der jetzt denkt, dass es sind 900, Simon! Ja, und? Ich hab verloren! Oh, kein Glaube, kriegt das Sorgerecht über meine Kinder! Oh mein Gott. Was hat denn dein Gegner geschätzt? Mein Gegner? Du meinst der Jäger bei Gefragt gejagt? Ja. Der hat geschätzt 800, Simon. Ja, wow. Simon, es tut mir leid. Damit ist, dann war's das an der Stelle. Mach's gut. Danke. Perfekt. Hey, willst du nicht auflösen, dass es keine Fernsehshow war? Nee. Digga, der sitzt jetzt jeden Samstag vor dem Fernsehen und hofft, dass man... Kai Pflaume hat das Sorgerecht für meine Kinder bekommen. Ah, geil. Ja, man kennt es. Lukas? Das war doch eine entspannte Aufgabe. Lukas? Ja? Wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz beim Getränkemarkt deines Vertrauens anrufen. Ich habe keinen Getränkemarkt des Vertrauens. Und sag bitte, dass du deinen eigenen Kombucha mittlerweile machst mit Katzenurin und den gerne bei denen in Laden räumen möchtest, ob du den Geschäftsführer sprechen kannst. Was muss ich nochmal genau sagen? Kombucha-Tee, brühst du selber auf, mit ein bisschen Katzenaroma. Ja. Und du würdest gerne den Geschäftsführer sprechen wegen einer eigenen Ladenzeile bei dir. Ja. Arschgeil. Du hast gelacht, du musst dich schlagen. Ja, willst du auch rangehen? Weiß ich nicht. Ich bin kein Getränkemarkt. Natürlich bist du ein Getränkemarkt. Digga, was laberst du? Von dir bekomme ich immer meinen Red Bull. Ja, witzig.
Ruf jetzt bitte bei einem richtigen Getränkemarkt an. Na, du bist mein Getränkemarkt. So, ich bin nicht dein Getränkemarkt. Gut, dann pass mal auf. Guten Tag. Meier hier, hallo. Ich wollte mal ganz kurz nachfragen. Und zwar brauchen wir selber unseren eigenen Kombucha-Tee. Ich wollte mal fragen, ob man den bei euch in einem Laden platzieren kann. Da müssen Sie später in die Zentrale wenden. Schrei, du möchtest die Nummer haben. Haben Sie die Nummer? Weil der ist wirklich lecker. Nee, müssen wir gerade raussuchen. Ja, okay, kein Problem. Dann warte ich kurz. Okay. Oh, die legt auf! Ich glaube, die ruft dich zurück, Bro. Lukas sitzt hier gerade in dem Umzugskarton und es ist echt gerade brenzlig, wenn ich ehrlich zu dir bin. Wie in dem Umzugskarton? Ja, Bro, also ich sag mal so, vielleicht habe ich da ein bisschen was verspielt gerade. Dieser Mann, wenn Revi sagt, Umzugskarton. Da, der gute Kombucha-Tee. Der ist wirklich lecker. Aber easy, ich habe durchgezogen, also bin ich wieder dran, ne? Oh, der Typ da oben denkt auch, der ist Mongral. Ich rush den jetzt und werde auf Ansage sterben. Natürlich. Revi, wenn ich du wäre, ja, kipp dir mal ein Schlückchen Red Bull in die Unterhose. Das ist doch gar kein Problem. Das mache ich doch liebend gerne, mein Gutester. Dann, wie sagt man so schön, Clip ab. Ich hab's jetzt gerade gemacht. Oh, Maschallah, Digga. Ja, Bro. Ja. Nächste Aufgabe, bitte. Digga, mein Arsch ist nass von innen, Alter. Und gleich auch schön klebrig. Komm, hier nochmal ein bisschen was rein, warte. Nochmal einen kleinen Schluck. Mein Bier schmeckt nach Energie. Lukas? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich. Lukas? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich mir später mal mit Maggi die Zähne putzen. Okay. Boah, das Ding ist, ich liebe Maggi, Leute. Ich wirklich Maggi jetzt? Wirklich jetzt, Alter? Jetzt Eier mit Maggi, Linsensuppe mit Maggi. Digga, ein Maggi, beste Leben, Alter. Bro, ich würde, das ist irgendeine geistige Behinderung, würde ich an der Stelle sagen. So ein Esslöffel Maggi, das wäre für mich eine Genugtuung, Digga. Digga, das ist sau ungesund, weil da ist alles an Salz und Gewürzen drin, Bro. Manchmal, wo ich Diät gemacht habe, habe ich mir Maggi auf die Hand gemacht und immer so ein bisschen gegessen. Digga, du hast wirklich ein Problem, Alter. Ich schwöre, ja, Digga, in deinen Genen ist einfach irgendwas quadratisch ganz, ganz falsch gelaufen. Ich weiß es nicht, Bro. Aber jo, kein Problem, Digga, das mache ich doch liebend. Ja, ne. Komm. Ich habe noch weniger Probleme mit. So. Für alle, die jetzt sagen, das ist fake. Irgendwie, wenn ich du wäre, würde ich ab jetzt die Facecam einfach mal, oder Leo, einfach mal richtig schön mitten in dein Gesicht ranzoomen. So, ich würde sagen, check. Eine Aufgabe, denn das macht halt, das machst ja nicht immer du. Gut, Lukas? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz einfach auf Instagram ein rammgesuchtes Foto von deinem Nippel in die Story posten und sag, wie gefällt euch meine neue Katze? Mhm. Nächste Aufgabe. In deiner Insta-Story. Digga, dafür kriegt man einen Bann. Nein, mein Instagram-Männer-Nippel darf man. Nein, darf man nicht. Doch. Mach ich nicht. Okay. Fuck, Bro, das ist Bullshit, Alter. Als ob dein Account deshalb gebannt wird. Okay, dann machen wir heute Abend im Twitch-Livestream auch oberkörperfrei. Ja, das ist ein Unterschied, weil es auf Twitch die Regel gibt, aber auf Instagram gibt es das halt nicht, die Regel. Also, neue Aufgabe, Heide. Nein, Digga, du machst das jetzt. Das ist ja so unnötig. Gefällt euch meine neue Katze? Mhm, bin richtig gespannt. So, Digga, dafür gibt's Rache. An alle, die das gesehen haben, tut mir wirklich leid. Digga, bei uns gerade irgendein Feueralarm oder so im Hintergrund. Ich hör das, Bro. Ich glaube, dein Dorf brennt. Bro, neben dir ist direkt ein Gegner, ne? Also ich sag's so, wie es ist. Das bist du, Digga. Moin, Meister. Der ist tot. Lil Manzis. Boah, du bist ja der beste Spieler der Welt. Links, links, links! Hab ihn. Boah, ich bin der beste Spieler der Welt. Okay, ich bin wieder dran. So ist es. Revi, wenn ich du wäre, vertausche deine Hände. Benutze mit der, wo du Maus eigentlich machst, jetzt die Tastatur und mit der Tastaturhand die Maus. Ja, gut, dann können wir die Runde auch schon an der Stelle wegschmeißen. Komm mal her, zeig mal. Läuft oder? Oh, sorry, er kann trotzdem bauen. Bro, das ist so umständlich, Alter. Ja, ist ja nicht mein Problem, ne? Wie mache ich ihn nochmal bauen weg? Mit 3Y. Bro, das ist so unangenehm, ne? Ich gehe ein Heli holen. Ja, perfekt. Lukas? Ja, bitte? Wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz mal... Gibt's irgendwas, was du wirklich gar nicht magst? Maggi. Das ist gelogen. Vieles, Digga. Harzer Käse, Mettwurst. Das magst du alles, das weiß ich. Digga, Harzer Käse mag der Junge, der Freiwillige, Alter. Ich brauche jetzt eine Aufgabe, sonst werde ich ganz wuschig. Moin, Meister. Oh, wo ist der? Headshot! Ja, Bro, ich kann mich nicht.
Ich wechsle wieder meine Hände, Alter. Ich hab dir einen Headshot gegeben. Dem jungen Mann, ne? Mit verwechseln. Kann ich meine Hände wieder zurücktauschen? Nee. Sag bitte. Bitte. Sag, wenn ich du wäre, sag, ich kann die auch noch zurücktauschen. Gut, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal ganz kurz einfach aus dem Fenster pissen. Gut, wenn's sein muss. Perfekt. Gibt's einen Clip dafür? Nein, wird's nicht geben. Okay, krass. Ach, du bist tot? Du bist tot? Ja. Ja, call das doch! Nein. Von wo? Sag ich dir nicht. Du willst doch überleben. Nein. Komm her. Ich spiel so nicht weiter die Runde, Digga. Ich spiel so nicht weiter. Komm her. Junge Revi. Ich kann so nicht weiterspielen mit ja, einem. Ja, dann darfst du zurück. Händen. Komm her, du darfst zurück. Du darfst wieder normal spielen. Okay, gut, dann spiel ich wieder mit. Wir werden es eh nicht überleben, ich sag's dir so, wie es ist. Natürlich wirst du überleben. Nein. Helikopter. Ah, oh, lecko mio. Bro. Was für ein Bullshit-Game, wirklich. Hab beide. Hier, schnell, ich lege wieder. Komm her in den Busch. Bro, war ich doch mal, bau doch! Hab dich, komm her, bleib doch hier. Sag mal Danko! Sag doch mal Danko oder so. Sag doch mal Danko oder so. Ich hab grad zwei Leute geholt. Komm, wir gehen da rüber. Da. Direkt hier. Direkt hier unten. Bro, ich weiß. Ist down. Ist ja, down. Du Klaus mit den Kill, aber auf ganz anderen Level. Wer ist denn Klaus? Junge, hast du geklaut gerade, ne? Klauen. Ja, nicht mal normal. Hier. So. Na, wollen wir es jetzt hier noch gewinnen oder was? Den Scheiß. Ja, normal, Digga. Digga, eigentlich nicht, ne? Aber okay. Naja, eigentlich auch echt nicht. Spielt man so überhaupt noch Fortnite, die Digga, dass man sich irgendwo einkämpft? 126. Hab ihn. Ja. Er ist noch. Nice, Bro. Der andere auch. Die wollen sich helfen, aber nicht mit mir. Die wollen sich helfen, sagt er. Let's go. Oh ja, Bruder, wir sind nicht gesessen. Okay, warte, mach auf, mach, warte, drei, wenn du zwei, öffnest. Eins, oh. Oh, der will anscheinend. Nee, nicht mit uns, Digga. Wir f***en den ja so ab, Junge. Imagine, du wirst die ganze Zeit von den gleichen Leuten gesniped. Dieser arme Junge. Komm, Alter. Ja, spielen wir noch, wenn ich du wäre oder nicht? Ja, eigentlich schon. Aber egal, warte, ich will weiter diesen Typen abpacken. Leute, das ist ein kleines Intermezzo. Normalerweise haben wir sowas nicht. Normalerweise gibt das nicht, dass wir jetzt Team spielen, aber diese Runde, Digga. Aber der Typ ist schon weg. Ich sehe den nicht mehr. Oh, Bro. Ich bin hier runtergejumpt. Ich wusste nicht, was hier abgeht. Hilfe, was ist das hier? Ey, ich sterbe bitte nicht an Bots jetzt. Ja, Bro, was ist denn das hier unten? Warum, ja, warum Bots. Handlanger, komm hoch. Bro, ich brauche Shield, wenn du hast. Ich glaube, warte mal, ich glaube, Midas lebt noch. Was ist Midas? Wer ist ein Vidas? Wie heißt der Vidas? Midas! La Vida Loca, oder? Ja, ja, der lebt noch. Der Tresor ist komplett eingebaut, Digga. Und er ist offen. Hier ist noch alles mögliche. Gegner. Drin. Gegner über uns. Hast du Green? Irgendwas zum Heilen? Nee, hier. Ja. Gönn dir. Geh leise, Bro. Geh leise. Wir machen auf Sneak. Leise, leise, leise. Die sind hier außen. Die sind da unten. Warte noch nicht. Einer down. Hab den anderen. Nice. Wow, Bro. Bruder! Sehr ey, das ist noch mehr. Wo? Hab ihn. Digga, wir rasieren gerade Mütter! Bro, hast du schon mal so ein insanes Inventar? Hä, Digga, das ist doch nicht mehr Fortnite hier, Alter. Was ist denn das für ein Game? Digga. Wo sind die Minis, sagt er? Ja, und zum Glück ist da einfach mein PC gerade gecrashed, Lukas. Digga, ich bin noch in der Runde, chill. Ja, gut, Lukas, weiß ich nicht, ich glaube, ich war dran, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir mal ganz kurz jetzt einfach die Runde hier versauen und irgendwo runterspringen. Fünfte das bitte ganz kurz, weil ich es nicht gönne. Ey, bitte, Revi. Lukas, bitte, spring irgendwo runter, ja? Allein, damit du deswegen nicht bekommst, nimm es mir ganz kurz auf. Ich hol den Win. Bring dich um. Revi, es ist 1 gegen 1, es ist 1 gegen 1. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt umbringen. Okay, komm. Ah! Mann! Sehr geil. Das wäre der easyste Win der Welt gewesen. Alles klar, Lukas. Super. Okay, Lukas, dann war's dann. Nee. Da war noch eine gemacht. Du hast noch eine gemacht nach Abbruch und jetzt habe ich auch noch eine gemacht. Okay. Revi, ja. Du hast ja Kontakt mit Lucy Cat, oder? Wir folgen uns gegenseitig, sage ich mal so, ja. Ja, dann würde ich sagen, folgst du der doch einfach auf Dreh. Die macht ja auch Videos im Internet. Jetzt Bro, vielleicht, ich werde nicht zu einem Pornodreh hingehen. Jetzt vielleicht nicht die Art Videos, die wir machen, aber... Lukas, bitte, kannst du dir bitte eine anständige Aufgabe aussuchen, irgendwas? Ja, habe ich gerade.
Wenn ich du wäre, Revi, würde ich mal zu so einem Porno drehen und das halt mal mit Film einfach. Bro, ich muss dir erstmal fragen. Wie wär's, wenn ich erstmal frage vielleicht? Eventuell komme ich sogar mit, aber Nein, alles klar. Lukas, halt deine Fresse. Leute, hier ganz kurz der Screenshot. Du gehst da auch hin. Dankeschön. Du gehst da auch hin. Mhm. Okay, ciao.